Der Herd. Lieber Herd. Der Herd wird nur gelegentlich benutzt. Sprich. Heute Morgen hat sich der Kellermeister einige Bierwürste warm gemacht. Mit mir. Also, das ist. Also, der hat wirklich zu allem halt viel sehr ausführlich zu reden. Da weiß ich nicht, ob ich da noch viel zu sagen kann. Guck mir nicht schon wieder so an. Betrachte lieber den Herd. Der Herd ist immer noch warm. Man könnte nichts mehr darauf kochen, aber man könnte wohl etwas aufwärmen. Ah, okay. Der Herd ist immer noch warm. Ja, man kann was eine darauf Kaffeekanne aufwärmen. Aus Blech? Echt? Sie wurde schon lange nicht mehr benutzt. Wow. Und sicherlich noch nie für Kaffee. Der Kellermeister misstraut antialkoholischen Getränken. Zu Recht. Nimm doch mal mit. Die Glut im Ofen hat sie warm gehalten. Schön. Ist es jetzt auch eine warme Kanne? Nee, sie ist leer. Okay. Dann haben wir hier noch ein Netz. Ein recht grob geknüpftes Netz mit losen Enden. Vielleicht ist es für Obst gedacht. Vielleicht auch Allerdings nicht. Allerdings habe ich hier noch nie Obst gesehen. Der Kellermeister ist eher für Deftiges zu haben. Ja. So, es braucht niemand mit. Ich nenne es Geschichte der Zwergennahrung, die letzten 3 Wochen. Von Wilbur Wetterquarz. Supi, Wilbo, dann nimm dein Geschichtsprojekt mal mit. Okay, was haben wir hier noch? Zwergen-Fastfood. Aber ich habe keinen Hunger. Oh. Doch wie, das war schon? Wasserpumpe. Mit dieser Pumpe kann Wasser aus den Tiefen des Berges hochgepumpt werden. Ein Traum. Ich würde allerdings nicht darauf wetten, dass sie noch funktioniert. Aber man kann es ja mal versuchen. Hi. Chip, chip, chip. So habe ich mir das vorgestellt. Kaputt. Die Zwerge haben eine Menge Arbeit vor sich, wenn sie zurückkommen. Wenn sie zurückkommen. Bestimmt. Wilbur, sei guter Dinge. Der Mülleimer quillt fast über. Vermutlich wäre es mein Job, ihn zu entleeren, aber naja. Okay, Wilbur ist definitiv auch nicht der übermotivierteste. Oh, guck mal, den Müll kann ich auch mitnehmen. Das ist ja sehr elegant. Oh, wir können auch noch aus dem Fenster schauen. Die Sonne steht schon ziemlich tief. Nicht mehr lange, bis es dunkel wird. Ja, können wir da nicht selbst rausgucken? Ich mag unser schönes Weißkammgebirge. Es ist für gewöhnlich nur etwas ruhig hier. Wenn man so allein hier ist. So, mal gucken, haben wir was übersehen? Da ist der Kochtopf und das warme Ding. Nee, gerade stehe ich mir nur am Hintern. Und dann geht's wieder ab zum Captain. Yeah. So, Kollege, wir haben Abfälle. Mal schauen, wie ihm das schmeckt. Schluck, du Loder. Aha, funktioniert. Supi, total motiviert, der Roboter. Und die Abfälle scheinen dem X100 geschmeckt zu haben. Zumindest schnurrt er nun wie eine Katze. Jetzt muss ich ihn nur noch dazu bringen, auch wie eine zu jagen. Können wir den vielleicht noch ein bisschen pimpen? Der Roboter ist schon bis oben hin voll mit ekelerregenden Essensresten. Mehr passt nicht rein. Außerdem läuft er ja schon. Na, oh, okay. Aber finde ich cool, dass er mit Müll läuft. Sollte es in Wirklichkeit auch mal geben. So, und dann nehmen wir die Ratten-DNS. Und nun noch das Fell als Quelle für Ratten-DNS. Massaker! Vollidiot. Und weg ist sie. Die kommt so bald nicht wieder. Aufgabe gelöst. Tada! Ja, gut, das war schon. Ist ja schon bald mehr interaktives Tutorial. Können wir den nochmal anschmeißen? Ha, jawoll. Der Roboter zieht seine Energie aus dem Müll. Die Energieversorgung ist gesichert. Können wir einfach mal so ein Netz? Vielleicht sammelt er dann. Nein. Ich dachte, vielleicht sammelt er dann ja Obst. Können wir eigentlich hier eigentlich alles mit allem irgendwie noch so verbinden? Ja. Hab ich daneben. Brauchen Sie dieses Netz noch oder darf ich es haben? Nimm ruhig. Hat eh Löcher. Können wir das Netz mit dem... Nein. Können wir die Leere... Nein. Nein.
Okay, wir können definitiv auch nicht alles hier mit allem verbinden. Naja, mal gucken. Kellermeister! Hallo, Herr Kellermeister! Grüß dich! Hallo, Wilbur! Du, sag mal, in der Kirche da lebt aber bösartiger Schleim, mein Freund. Wissen Sie eigentlich, dass in einem Topf in der Küche bösartiger Schleim lebt? Ja, hat mir heute Morgen eine Wurst geklaut. Und das beunruhigt Sie gar nicht? Naja, leben und leben lassen, sage ich immer. Solange er nicht ans Bier will. Der Typ ist auch cool. Die Ratte hat ausgespielt. Ich hab's gesehen. Schon Wahnsinn, was ihr Gnome so austüftelt. Der Ratte durfte auf jeden Fall der Appetit auf meinen Hopfen vergangen sein. Die kommt so bald nicht wieder. Darf ich denn jetzt Feierabend machen? Ja, klar. Komm gut nach Hause, mein Kleiner. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Bis später, Junge. Na, endlich Feierabend. Wobei ich mich frage, was der eigentlich so den ganzen Tag macht, wenn die hier nur alleine sind. Aber was geht's mich denn an? Wir wieder gehen einen Tag vorbei. Hause. Und wieder habe ich keine Prinzessinnen gerettet, keine Drachen bekämpft und keine Orks gejagt. Egal. Eine Ratte habe ich in die Flucht geschlagen. Und das nicht mal alleine, sondern mit einem vollautomatischen Roboter. Es braucht wohl etwas mehr, bis meine Statue neben der von Ritter Thilo in der Halle der Helden steht. Aber ich werde es schaffen. Hey du, Junge, du musst mich hier herausholen. Schnell, bitte. Ich bin entführt worden. Eine Elfe hat mich befreit. Sie wollen... So glaube mir doch, ich habe den Schlüssel zu etwas, das den Krieg entscheiden kann. Hör zu, Junge, es ist zu spät. Siehst du diesen Ring? Er ist der Schlüssel. Bringe ihn zum Erzmagier der Menschen in die Stadt Seefels. Hörst du? Aber... Unser aller Schicksal hängt davon ab! Oh Mann, das glaubt mir doch niemand. Ich kann doch unmöglich allein bis ans Meer zur Stadt der Menschen reisen. Ich brauche Hilfe. Ich sollte den Kellermeister um Hilfe bitten. Oder Opa. Der hat für die Allianz gekämpft. Wieder ein Opa. Wie Sedwicks Opa. So, was können wir denn hier alles betrachten? Ah, die Bastion. Und wir können da oben reingehen? Strange. Egal, wir betrachten natürlich erstmal, bevor wir irgendwo reingehen. Die Bastion sieht so schon beeindruckend aus. Dabei wurden viele der Hallen und Gänge nie fertiggestellt. Ursprünglich sollten einige hundert Zwerge hier leben und das Bergreich nach Norden verteidigen. Jetzt gibt es hier nur noch den Kellermeister und meine Familie. Oh, der hat auch noch eine ganze Familie hier. Gut, dann können wir da reingehen, aber klar, Moment, erstmal alles durchgucken hier. Was da ist, keine Ahnung. Betrachte Eingang des Gnomenbaus. Ist das sein Haus? Das ist der Eingang zum Gnomenbau meiner Familie. Ja. Wir leben schon seit Generationen hier oben. Supi. So, da können wir rein. So, dann haben wir hier noch eine aufgespannte Plane. Und Eiszapfen haben wir da die auch. Die Planen sollten den Steinmetzen wohl etwas Schutz bieten. Ja, supi. Sie müssen einiges aushalten, wenn sie bei Wind und Wetter dort hängen. Die Steinmetze oder die Plane? Oh Gott, war der schlecht. Tut mir leid. Da klettere ich lieber nicht hoch. Da ist alles vereist. Wahrscheinlich würde ich mir den Hals brechen. Ja, shit happens. Okay, was haben wir hier? Zwergenstatuette. Statue. Vermutlich zeigt die Statue einen berühmten Zwergenführer. Aber mit der Geschichte des kleinen Volks kenne ich mich nicht aus. Nicht?
Vielleicht aber mit denen des noch kleineren Volkes. Die Statue ist anscheinend noch nicht ganz fertig. Sie sieht aber schon deutlich besser als die andere aus. Ja, die sieht noch sehr... Ja, keine Ahnung. Die sieht aber aus, als hätte die schon viel zu viel weg von dem Bart. Na, egal. Was haben wir denn sonst? Hier, Eiszapfen. Natürlich ist es hier in den Bergen das ganze Jahr ziemlich frisch. Aber dieses Jahr hat der Winter besonders früh zugeschlagen. Oh mein Gott, vielleicht schon im Oktober. Nimm doch mal. Hat funktioniert. Ich hab einen. Supi. So, was haben wir denn noch hier? Eine Rolle. Eine zusammengerollte Plane. Vermutlich eine von denen, wie sie hier überall hängen. Ja cool, die kannst du aber mitnehmen. Oder? Sieht ein bisschen groß aus, aber... Haha, ein Gnom hat große Taschen. Und ansonsten, wir haben ja gelernt, es ist Magie. So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Ich schmeiß mal eben einen Blick auf die Leertaste. Nein, wir können entweder in die Bastion oder in den Gnomenbau. Wir gehen erstmal in den Gnomenbau, würde ich sagen. Dip, 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 dip. Ja. Fangen wir einfach mal an zu gucken. Eine Erfindung von meinem Dad. Er nennt es Zeitmessometer. Es unterteilt den Tag in 2x12 Stunden und zeigt an, in welcher Stunde wir uns befinden. Oh, welch außergewöhnliches Instrument. Manchmal glaube ich, das Ding zeigt die Zeit nicht an, sondern verbraucht sie. Ja, das ist eine sehr interessante Ansicht. Ein Stuhl. Unfassbar. Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Wie ich schon sagte, ein Stuhl zum Sitzen. Es ist immer noch ein Stuhl. Was ist denn das für ein Stuhl? Ein Stuhl, der völlig uninteressant ist und mir in keiner Weise weiterhilft. Auch nicht später. Bist du dir da ganz sicher? Es ist ein Stuhl. Wirklich. Aber vielleicht kannst du den noch gebrauchen. Okay, in Ordnung. Es ist ein Pferd. Ein schönes, großes, weißes Pferd. Was soll denn das? Ein Stuhl ist ein Stuhl ist ein Stuhl. Ich antworte einfach nicht mehr. Der Stuhl. Natürlich. Er ist der Schlüssel zum Ganzen. Nicht. Ein Stuhl. Echt? Dieser Stuhl ist völlig uninteressant. Ach schade, fängt er wieder von vorne an, oder? Wie ich schon sagte. Ein Stuhl. Zum Sitzen. Ach, schön. Ach, ich mag sowas ja wirklich. Das ist meine Familie. Momentan halten aber nur Opa und ich hier die Stellung. Die anderen sind alle auf einer Technikmesse im Süden. Mein Vater ist Mechaniker und Physiker. Er beschäftigt sich vor allem mit, Dingen. Mutter ist einfach Hausfrau. Und Genetikerin. Das Baby ist meine kleine Schwester Sydney. Ich denke, sie wird auch Forscherin. Sie hat mit einer Rassel und einem Gummiball die Datendurchsatzrate ihres Babyphones verdoppelt. Meine kleine Schwester Maggie ist der ganze Stolz meiner Eltern. Oh, sie beschäftigt sich vor allem mit Robotik. Kampfroboter, um genau zu sein. Opa ist Kriegsveteran und betreibt geheime militärische Forschung, wenn Papa ihn mal in die Werkstatt lässt. Wie es scheint, bin ich als Einziger aus der Reihe gefallen. Ich würde lieber hinaus in die Welt und Zauberer werden. Ein Held wie Ritter Thilo, aber... Naja, bisher fehlte mir der Mut. Dafür hast du aber die größten und spitzen Ohren. Was ist das? Hey, mein mechanischer Flugfisch Nemo. Was machst du denn hier? Das ist eines der wenigen technischen Geräte, das ich selbst gebaut habe. Naja, um ehrlich zu sein, eigentlich Vater und meine Schwester. Aber ich habe zugesehen. Ist so gut, reicht doch. Oh, ein mechanischer Flugfisch. Okay. Oh, wie er sich freut. Schön. Er funktioniert immer noch. Ein solides Stück Gnomentechnologie, möchte ich sagen.